Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist doch nur What. Heute wieder mit Evil Sievel in seinem P43TR. Oder spricht man es TR aus? Ich habe keine Ahnung. In dem Spaghetti-Auto. Ein Tier Siemer, der Italiener der neuen Reihe, die jetzt dazugekommen ist. Ich hänge noch beim Sechser rum. Ich hatte irgendwie keine Muße mehr, mich da durchzuschleppen, weil es dann doch recht mühselig ist. Sind recht träge, die Autos, bieten wenig Schutz, aber gut. Schauen wir mal, was so geht. Munitionsverteilung 30, 18, 0. 30 AP, 240 Schaden, 165 Durchschlag. Das ist für Medium auf Stufe 7 ganz in Ordnung, damit kann man arbeiten. 195 Durchschlag für APCR ist ein bisschen dünne, wenn man bedenkt, dass man ja auch mal auf 8er schießen muss, aber gut. Ist okay, wie gesagt, wir sind auf Tier 7. Das nicht vergessen. Ansonsten bleibt es bei den 240 Schaden und HE wäre gewesen 45 Durchschlag, 320 Schaden. Ja, ist so eine Sache. Kann ich nachvollziehen, dass er da kein HE mitgenommen hat. Ich würde es dennoch machen. So ein, zwei Mumpeln können nicht schaden. Hat einzig und allein den Hintergrund, dass man mal was resetten muss. Oder einfach nur einen Trackshot bringen kann. Oder einen Scout beschießt. Ansonsten ist die Aufteilung der Teams hier recht träge gerade. Wenn ich mir so die Karte angucke, alles so ein bisschen semi-professionell. Die TDs eiern da hinten rum. Der Scout der T21 weiß noch nicht so richtig, was er zu tun hat. Wird sich vermutlich, okay, dann doch nicht verabschieden. Der 12-Tonner hat sich gewastet, ist auch okay. An Sievels Seite oder Stelle würde ich jetzt auch nicht unbedingt so viel weiter vorfahren. Kann ein bisschen abwarten. Ja, ihr habt es gerade gesehen bei der Munition, da kann man hinterherlaufen. Ist ein bisschen langsam. So, und dann schauen wir mal, was hier oben so geht. Normalerweise genau wird sich da schon verabredet. Muss dann nochmal mal gucken auf die Gun Depression von dem Ding, aber das ist auch nicht so pralle. Ja. VKP, ein unglaublich starkes Auto, wenn er richtig angewendet wird. Hier haben wir das Negativbeispiel. Die Schelle hat er zurecht kassiert. So, die Heavys halten sich nach vorne zurück. Wir haben nur eine Arti, das ist eigentlich positiv. Strike Shot, sehr gut, abgestellt. Wenn sich jetzt noch ein Heavy rumtraut, kann er den rausnehmen. Ansonsten... Oh! Ja, auf den Turm schön abgewartet, auf die Unterwanne geschossen, super. Da hast du garantiert den Turm getroffen, mein lieber VK. Der ist dann doch etwas bounciger. Da hält die Arti rein. Bevor sie gar keine Ziele kriegt. Ein bisschen Unterstützung kann ich schaden. Ja, dadurch, dass der Turm so flach ist. Schön. Von unserem italienischen Freund hier ist das ein bisschen schwierig. Mit der Gun Depression, das wird nicht so viel sein. Vielleicht 6 Grad oder so, mehr hat er auf keinen Fall. Eher 5. Falls es jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare hauen. So. Ja, ein bisschen zähe gerade hier. Auf der anderen Seite sieht es auch nicht so viel besser aus. Jupp. Captain! Sehr gut! Einzielen ist für Luschen. Ist auch ganz wichtig, wenn man schon Low-Tier ist, also im Mid-Tier-Bereich und mit seiner Wumme sowieso schon wenig Chancen hat, überhaupt Schaden zu machen. Dann sind Trackshots sehr hilfreich. Schöner Abschuss noch. 1600 Schaden. Ja, alles mitnehmen, was geht, ne? Also, gerade Unterstützungsschaden bringt auch XP. Deswegen nicht vergessen. Schlecht. Dann doch mal ein bisschen länger einzählen lassen. Die Zeit hattest du. Aber er ist hier schön defensiv. Übertreibt nicht.
Sauber. So, und jetzt hast du genug Zeit für den VK. Der jetzt tatsächlich für einen Angriff geht. Auch seine Gun Depression ist nicht die beste. Ah, da fängt er sich ein. Ist aber nicht schlimm. Ist deutlich im HP-Vorteil. Trackshot auch hier nicht vergessen. Das letzte Kettenrad. Oder so. Da ist er raus. Er war ein eher unerfahrener Spieler. Das muss man halt auch mal nutzen. Das sind Free XP, freier Schaden, der einem da angeboten wird. Das musst du mitnehmen. So, und jetzt gegen den Tiger 2. Ah, von hinten rum. Verstehe. Auch eine gefährliche Situation, gerade wenn er jetzt hier rauskommt zwischen den Hügeln. Diese Situation, da kann er von oben sehr leicht beschossen werden, aber das Gegnerteam ist gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Schön. Auch da, ne, ist ganz wichtig. Wenn er schon vorfährt, wenn er jetzt bist du entdeckt, der Tiger kümmert sich gerade um dich. Jo, da ist noch eine gefangen. Da den Trackshot setzen aufs letzte Kettenrad. Und hoffen, dass das Team auch ein bisschen mitmacht. Ah, jetzt hat er genau das gemacht, was du machen solltest. Aber Unterstützung vom Team und da ist er raus, der Tiger. Gut gemacht, 3200 Schaden. Schon richtig gut dabei. Kartenkontrolle ist hergestellt. Das Ding sollte jetzt sicher sein. Okay, KV3 und Löwe One-Shot. T34 sieht jetzt auch nicht so viel besser aus. Und wir haben noch einen HP, sehe ich gerade. Was ist das denn? Ein HP ist mehr als genug. So, naja, dann los. Er hält sich zurück, weil Arti ist noch im Spiel. Oh, oh, blöder Gegner. Willst du nicht haben in der Situation? Trackshot? Los, vor, Trackshot. Mann, er ist so lange in Querfahrt. Jetzt nicht mehr. Zu spät, zu lange gewartet. Ja, an sich ein guter Schuss, aber in solchen Situationen Kette ziehen, ruff. Oder so. Ah. Komm, komm, komm. Sehr gut. Ja, dass ich wirklich ein bisschen glatt angestellt den TD. Hat er nicht gemacht. Hat der M44 nicht gemacht. Was ein Vollpfosten. Ah, oh Gott. Seht ihr, das ist der Grund, warum ich Arti-Spieler... Also Arti-Spieler nicht... Doch, doch, Arti-Spieler, warum ich die manchmal echt verfluche. Sinnloses Geklicke. Warum muss ich bei so einem Facehack da noch reingehen? Okay, 15 zu 9. Sehr schöne Runde, 3700 Schaden. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem Postgame-Set aussieht. Bis dahin. Und da sind wir in der Auswertung. Ihr seht, es hat für Meister gereicht. Obendrein gab es noch Schläger, es gab den Kämpfer, es gab Wirkungsfeuer. Großkaliber war auch noch dabei, also eine rundum gelungene Runde. Schauen wir mal an die Teamscore rein. Natürlich steht er ganz oben mit 3701 Schaden. Das ist schon sehr ordentlich, wenn man bedenkt, dass wir ja im Achter unterwegs waren, im Achtertier. Wenn ich so sehe, was das andere Team oder was der Rest vom Team gemacht hat, ist das eher traurig. Ja, naja, muss jeder selber wissen, ob er mit seiner Leistung so zufrieden ist im Gefecht oder nicht. Evil kann es zumindest sein. 1465 XP reichen dann für den Meister, was aber auch an sich schon sehr ordentlich ist. Ich denke, bei dem, wie heißt der, Achter Pantera, glaube ich, sollte das dann deutlich schwerer sein, den zu meistern, da der auch wesentlich beliebter ist. Ansonsten haben wir 19 Schuss abgegeben, 17 haben das Ziel gesehen, 16 durchschlagen, 3701 Schaden hatte ich gesagt, alles unterhalb von 300 Metern, also eher der Nahkämpfer hier heute. Ja, ansonsten prallt noch ein bisschen was ab, tatsächlich. Soll es ja auch geben, 353 noch Unterstützungsschaden, alles ist gut. Kohle gab es auch,
Im 7er Bereich kann man tatsächlich noch ein bisschen Credits farmen, wenn man da sparsam unterwegs ist. Und das hat er ja gemacht. 35 netto kam raus, 262 hat er noch gekriegt von diesem wirklich dämlichen Artischuss. Also sorry, aber da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr schöne, gelungene Runde. Gern mehr davon. Dann wünsche ich viel Spaß beim selber ausprobieren, selber grinden und selber in den Wahnsinn getrieben werden bei Ist doch nur Wott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, euer Kenny.